Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Im letzten Part sind wir schon wieder erwischt worden und hier habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. Weil ich musste ja mal wieder volle Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich kann es ja nicht. Ich tue es ja nicht anders. Weil, hallo, ich fahre mit dem Wagen auf Stufe 5. Was will man erwarten? Ich habe noch nicht mal genug Cash, um die anderen Wagen aufzuwerten. Und ab jeder Stufe wird es immer ein bisschen schwieriger. Irgendwer hat gerade gehupt. Da wir Stufe 5 sind, kommen nämlich gleich die richtig harten Geschütze ran. Gut, der erste hat mich nicht bemerkt. Das ist schon mal gut. Kann ich in Ruhe fliegen? Was dem Wagen natürlich nicht gut bekommt. Für eine Feder. Das kommt dem Gestell und allen anderen Sachen nicht gut. Motor, Federung, Getriebe. Das tut dem Wagen richtig gut. Ja, jetzt habe ich sie wieder alle an der Backe. Aber ich wollte nochmal Aufmerksamkeit in Hoffnung, dass ich diesmal nicht erwischt werde. Wäre ich gerne, aber ich bin leider ein paar Mal zu. Nicht wirklich. Ich hoffe nur, dass ich Gas gebe. Lass mal das Rennen. Wird ja nur eine Katastrophe. Wird ja nur eine Katastrophe, auf die wir gar keine Lust haben. Machen wir noch mal minimale Rennen. Weil hier beim Knast kann ich jetzt gleich schön abkürzen. Da bin ich nicht der Erste, der in jemand kracht. In 4 Runden rennen, ja, Prost Mahlzeit, das wird lang. Da muss ich gewaltigen Vorsprung aufbauen. Den Wagen wollte ich auch noch umfärben.
Bei Stufe 5 ist alles ein anderer Spaß. Und machst da einen Fehler, bist du geliefert. Wenn Roger, wenn das Alien von American Dad hat sich ziemlich einen Vorsprung aufbaut. Aber auch nicht lange. Den muss ich noch kriegen, der hat über 300 Meter Vorsprung, weil er mich gekriegt hat. Der nächste ist auch gerade dabei, mich wieder zu kriegen. Und das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, fast 3 Sekunden Rückstand. So, jetzt habe ich ihn wieder. Mein Freund im Kupferstecher. Natürlich sollte ich dann nicht in das Teil reinrauschen. Kostet mich Geschwindigkeit, das ist Zeit. Zeit haben wir nicht. Jawohl! Er macht den Freiflug an die Wand zum Perfekten. Das macht eigentlich die Tochter von Big Mom hier. Das Movie ist ja auch eine Tochter von Big Mom. Langbeinmensch, um es mal so zu sagen. So langweilige Menschen könnten instant jeden Rekord von Usain Bolt schlagen. Das ist gemein.
einmal geschickt die Kurve nehmen. Und wieder Gas, 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 Gas. Tut mir leid, Herr Schmidt. Der hängt, dieser Roger klebt mir aber echt am Arsch. Oh ne, man hängt sich gegenseitig am Arsch. Er klebt mir am Arsch, ich hänge ihm am Arsch. Beruht sich auf Gegenseitigkeit. Naja, und beim Autsch. Jawohl. Jawohl, Vorteil. Den habe ich mir jetzt rausgeholt. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit erfahren. Weil die zwei hier richtig schön an der Kurve sich gekabbelt haben. Ah, die Age, servus, danke. Hast mich gerade in der Live-Aufnahme, also bist gerade wieder, bist auch mitten im Let's Play dadurch drin, durch die Erwähnung. Jodala, jetzt erstmal aufs Gas drücken. Ich muss schauen, dass ich weiter mit gutem Abstand erster bleibe. Und das ohne Freiflug an die Wand. Komm, 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 ich will Gas, ich will Gas, ich will Spaß. Da kriegt man wenigstens das Gefühl von deutscher Autobahn. Und ich bin gleich wieder dran drinnen, ich kann gleich wieder Nachrichten lesen. Witzig, kleinen Moment. Bin ich doch glatt aus meiner App geflogen. So, da. So, da bin ich doch glatt wieder aus meiner App geflogen, was mir nicht gefällt. So, da bin ich wieder reconnected. So, wie viele Rennen haben wir denn noch zu fahren? Wir haben noch genau ein Rennen, dann geht's in Bossfight. Machen wir noch einen Eliminator und dann werde ich den Part beenden, weil es dann geht's nämlich nächste Runde gleich um Boss. Und alle anderen Rennen werden wir dann machen, bevor es ins Finale geht.
dass wir eine schöne 100er Quote vor Razor haben. Weiter. Also wenn wir es schaffen, jetzt alle drei auszuschalten, dann stehen wir kurz vorm Bossrennen und da werde ich dann den Part beenden. Ist zwar ein relativ kurzer Part, dafür werden aber die Boss-Parts wieder länger. Irgendwo muss ich ja die Zeit wieder reinholen. Autsch. Ich glaube, jetzt bin ich gerade geschluckt. Ohne dass ich es bemerkt habe. Da habe ich es doch glatt nicht bemerkt, dass die mich alle drei geschluckt haben. Dann haben sie irgendwo eine Abkürzung genommen, die ich nicht gesehen habe. Ja, kann ich neu starten, gewinne ich nicht mehr. Das gewinne ich nicht mehr, das gewinne ich nicht mehr. Komm, komm. Ab nach vorne, ab nach vorne, ab nach vorne. Ah, da kürzen wir also die Schweinepriester ab. Hilft denen aber auch nichts, weil... ich sehe, weil ich eh davon wieder eingecrashed habe. Tja, je höher man kommt, desto schwieriger wird es logischerweise.
Ah, hier ist die Abkürzung. Da schau einer, guck. Aha. Na, da schau einer, guck. Der hat sie versucht zu nehmen, ist gescheitert, ist rausgeflogen. Wobei es mir eigentlich relativ ist, weil ich liege sowieso vorne. Sollen sie sich ruhig cabben. Oh, Lyon, die Stadt in Frankreich, ist raus. Niesen, oder Brigitte Niesen, war ja auch mal so eine prominente. Da hatte der Illusionist was gesagt, dass die alle nur bekannt seien. Aber Brigitte Niesen wirklich prominent. Nur so mal zum Thema, boah, wie hieß denn jetzt nochmal? Ich weiß nur, ah doch, Vincent Raven. Und Uri Geller hat gegen Nintendo verloren. Grüß mal alle. Ja, der sich ein bisschen mit Gaming auseinandersetzt, der weiß, dass Uri Geller mal gegen Nintendo eine Klage verloren hat wegen Kadabra, was in der japanischen Uri Geller heißt. Well played, GG im zweiten Anlauf. Und genau das waren die Worte, mit der, dass der Part abgeschlossen wird. Bis dann, ciao, ciao!